Ja, guten Abend allerseits. Wir begrüßen Sie zur Medienkonferenz nach diesem spektakulären Spiel. Gratuliere Raphael Wicki und seinem Team zum Sieg und bitte unseren Gast Peter Zeidler um seinen Kommentar. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, auch von mir, von uns, in Gratulation an IBE zu diesem verdienten Sieg. Gratulation an IBE für diese tolle Mannschaft. Und ansonsten geht es jetzt für alle Beteiligten, zumindest die direkt Beteiligten, wozu wir gehören, dass wir schnell nach Hause kommen aus St. Galler Sicht, dass wir dann das Spiel mittels Video analysieren und dann kann man eine genaue Analyse abgeben. Zu mehr bin ich jetzt gerade nicht imstande, aber nochmal Gratulation an IBE, verdienter Sieg und deshalb, ja, wir wollen schnell nach Hause. Danke. Besten Dank. Raffi, bitte die Kommentar zum Spiel. Ja, merci für die Gratulation. Ich glaube, es war ein sehr wildes Spiel, ein spektakuläres Spiel für die Zuschauer mit unglaublich vielen Torchancen. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt hier mit einem 5-1 sitze, wo nicht das 5-1 ist, wo nicht einem 5-1 entspricht. Ich bin mir bewusst, dass St. Gallo am Anfang des Spiels unglaublich viel Druck gemacht und ich das Leben extrem schwer gemacht hat. Ich bin mir bewusst, dass sie zwei Lattenkopfball hatten, dass sie sonst die Torchancen hatten. Also, trotzdem muss ich sagen, haben wir nachher vieles gut gemacht. Wir haben ein paar Sachen korrigiert. Wir haben sehr stabile eigentlich zweite Halbzeit gespielt und haben am Schluss viele Torchancen nicht nur erspielt, erarbeitet. Ja, ich bin natürlich unglaublich zufrieden mit dem Resultat, mit dem Sieg. Es sind sehr wichtige drei Punkte. Aber auch wir werden das Video anschauen und analysieren, warum wir natürlich dem Gegner so viele Torchancen haben zugelassen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu euren Fragen. Bitte per Mikrofon und bitte jetzt die Gelegenheit wahrnehmen. Ja, Frage Raphael Wicki. Eben die erste Halbzeit, oder? Das war wirklich holprig für IBE. Wie erklärt ihr euch das? Was war dort los? Das hat zum grossen Teil mit dem Gegner zu tun. Wir wissen, wie St. Gallo spielt. St. Gallo bringt eine unglaubliche Intensität auf den Platz. Setzt sich sehr, sehr schnell unter Druck. Und wir haben recht schnell mit dem Problem gehabt, haben nicht die richtigen Lösungen gefunden, nicht die richtigen Entscheidungen gefunden im Ballbesitz. Wir wissen, es gibt ein paar Pässe, die man eigentlich nicht unbedingt hätte spielen gegen sie. Wir haben die trotzdem gespielt. Und so haben sie das nachher sehr gut gemacht und haben sich viele Chancen können erspielen. Wir sind in eigenem Ballbesitz oder bei Ballverlust in der ersten Halbzeit zu offen gestanden. Auch da spielen wir natürlich St. Gallen und Karten drin. Das haben wir versucht zu korrigieren in der zweiten Halbzeit. Das haben wir nachher auch besser gemacht. Nächste Frage bitte. Ja, Raffi, wie war es in der Pause? Ich meine, wir haben geführt, natürlich gegen den Spielverlauf. Bist du laut geworden dort, um die Punkte anzusprechen, die du gesagt hast? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe nicht mehr so laut werden, sondern ich habe zwei, drei Sachen angesprochen, die ich finde, müssen wir korrigieren. Und mehr nicht. Also, ich habe 3-4 Minuten zur Mannschaft geredet von diesen 15. Weitere Frage? Ja, noch eine Frage an Peter Zeidler. Ich bin erstaunt, Sie sind zwischen einer, der für eine grosse Eloquenz bekannt ist, dass Sie sagen, jetzt sind wir möglichst schnell weg von da, sozusagen, also quasi fluchtartig das Stadion verlassen. Ist es nicht möglich, eine Analyse abzugeben? Ist es zu wild gewesen? Zum Beispiel ein Punkt, der Penalty vom Görtler, wie haben Sie den gesehen? Nein, natürlich hat man so eine globale Analyse, aber ich glaube, insbesondere in dem Spiel ist es jetzt wichtig, dass man es nochmal anschaut. Das möchte ich auch machen. Die Gefahr besteht immer, dass man dann was Falsches sagt. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte aber auch nochmal, oder ich lege Wert darauf zu sagen, dass wir von einem verdienten Sieg sprechen, auch für IBE. Das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht, dass man da irgendwelche Ausflüchte oder sonst irgendwelche Entschuldigungen suchen. Aber in dem konkreten Fall jetzt, und das mache ich jetzt auch so, Bitte Verständnis, dass ich zuerst nochmal alles auf Video anschauen will. Nicht jetzt, ich meine gar nicht das vor dem Elfmeter, sondern es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Ja. Nein, das reicht, ist besser so.
Aber Gratulation IB nicht. Ich will wirklich keinen falschen Eindruck entstehen lassen. Die haben so eine tolle Mannschaft, haben uns dann ausgespielt. Uns ist es gelungen, das Debakel zu verhindern. Zum Schluss, so muss man es ja formulieren, wir hatten auch noch Chancen auf ein paar Tore. Aber wenn es zum Schluss 6-7-1 ausgegangen wäre, dann hätten wir unser gutes Torverhältnis vollends zerstört. Das haben wir nicht gemacht, obwohl wir dann doch jetzt 4 Tore minus mehr haben. Nein, analysieren, schnell erholen und dann haben wir wieder ein Heimspiel und wir haben die große Chance, da einen direkten Konkurrenten oder eine Mannschaft auf Augenhöhe, nämlich Luzern, dann zu Hause zu empfangen. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst schließen wir hier ab und wünschen allen einen schönen Abend und dem FC St. Gallen eine gute Heimreise. Merci vielmals. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag bei IB gegen Lugano. Besten Dank.